Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Stadtbahn-Simulator Düsseldorf. Wir fahren die Linie U78 Bahnhof nach Esprit Arena Messe Nord. Und ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Egal. So, dann fahren wir jetzt los. Macht man erstmal mit Zap, dann ES, es ist der Stromabnehmer, den Rest habe ich gerade vergessen, was das alles ist. 1, 2, 1 ist Totmannspedal, 2 ist Fernlicht. Was vielleicht unterirdisch erstmal besser ist. Wenn es draußen regnet, vielleicht auch. War ja mal was. So. Gegenzug. J entriegelt man die Türen. Mit I macht man rechts die Türen auf, mit T links. Mit N muss man sie dann wieder zumachen. Dann dreht man die Türen. So war nicht. Mit J. Ja. 13 dürfen wir losfahren. Zumachen. Losfahren. Nächste Station, Oststraße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Oststraße. Exit right. Pünktlich? Ja, 14. Komm wieder los an. Nächste Station. Steinstraße, Königsallee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Steinstraße, Königsallee. Exit right. Und nächster Bahnhof. Komm, sollte ja nicht. Ich kann ja machen, wenn zweimal Q dort. Q ist nämlich bremsen und V ist Gas geben. Zweimal kurz hintereinander Q drücken, dann gedrückt hält beim zweiten Mal. Dann fällt mir eine Notbremsung ein. Natürlich kann man auch die Spiegel bewegen, aber die Spiegel irgendwie nicht. Kann man bestimmt Nee, bestimmt will ich nicht. So, rechter aus dem Spiegel. Ist ja schon zu spät. Ja, das spielt eben nicht. Ja, sind zu spät. Ich sehe es ein. Nächste Station. Heinrich-Heine-Allee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop. Heinrich-Heine-Allee. Exit right. Wirklichkeit ist auch nicht wie früher. Thank you.
Mit der Leertaste kann man dann nach außen wechseln. Ich bin nur 30 Sekunden zu spät. Muss ich dann auch pünktlich sagen. Jupp. Nächste Station, Nordstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Nordstraße. Exit left. Dafür kann man auch mal eine Zwangsbremse einführen. Wenn ich hier schon öfters gefahren bin, weiß ich, dass da jetzt gleich noch so eine Kurve kommt. Im Simulator kann man auch nur diese Linie fahren. Und U ist rechts, pinker Z ist halt wieder raus und Z links und U raus. Hier noch hohe Bahnsteige. Dann gibt es in der Linie, in der festgebauten Linie, auch noch niedrige. Da kann man dann mit 6 und 8 rumspringen. Und dann kann man sich da auch Strecken selber bauen. Im Simulator. Und dann kann man auch mittlere Bahnsteige machen, die man dann mit der Taste 7 erreichen kann. Werde ich ja gleich noch sehen, wie das aussieht dann bei hohen Tiefbahnsteigen. Ja, pünktlich. Nächste Station. Viktoriaplatz Kleberstraße. Dann geht's jetzt gleich hoch. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oberirdisch. Next stop. Viktoriaplatz Kleberstraße. Exit left. Keine eine Attraktion, sondern zwei, aber funktioniert hier. Cool, passt sogar. Kommt zwei Züge rein. Helfen, weil draußen ist ja wieder nicht unterirdisch. Ich fahre gleich auch wieder auf die Straße. Aber ja, ständig Blinker setzen. Nächste Station, Kennedy Damm. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, es regnet. Kennedy Damm. Exit right. Das ist jetzt ein niedriger Bahnsteig. Ist für niedrig, 6 für hoch, 7 für mittel. Aber Ansteiger fahren ja auch die Treppchen raus. Sind wir drin? So, ich freue mich nicht mehr. Da funktioniert auch. Weiter geht's.
Mit der Enter-Taste rechts neben dem Numpad kann man in Fahrtrichtung rechts. Dann auch klingeln. Goldsteiner Platz. Exit right. Nee, und hier muss man aufpassen, weil nur da steht und da hat man keine weder Haltebahnsteige noch irgendwas, dürfen sie auf der Straße aussteigen. Mal da oben achten, wie weit man noch hat, bis er halt erwischt. Der ist ja noch einfach da, wo es meistens endet. Ich fahre jetzt nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Nächste Station, Theodor-Heuss-Brücke. Ampel gibt es hier natürlich auch noch, das ist ja auch blöd. Nein, nicht Verkehrsanschluss, sondern eigene Ampel. Theodor-Heuss-Brücke. Exit right. Hier oben rechts. Und natürlich, das ist freie Fahrt. Dann gelb, weiß, rot. Ja, erstens die alte Stelle. Nächste Station. Nicht gesehen. Reserplatz. Ach gut, Signal für mich nicht. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Reserplatz. Exit left. Ja, noch anhalten. Ja. Dann gehen wir erstmal hoch. So fast den könnte ich dann hier arbeiten. Ich würde ihn nie weiter rein dann arbeiten. Bei Möglichkeit kann man sowas natürlich besser abschätzen als im Spiel. Nächste Station, Nordpark Aquazoo. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next stop, Nordpark Aquazoo. Wenn man zu schnell fährt, dann wird schwarz und muss dann wieder von der Kurve anfangen. Thank you.
Stadt und fahre im Aquazoo in Düsseldorf. Gut. Wir sind ein paar Sekunden zu spät. So kriegen wir jetzt 10 Sekunden, aber zu spät. Nächste Station: Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop: Messe Ost, Stockholmer Kirchstraße. Exit left. Wir fahren bis Esprit Arena Messe Nord. Einführen. Hier sind wir zu früh, zu spät. Nächste Station. Freiligradplatz. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop. Freiligradplatz. Man kann natürlich Verkehr dann anmachen. Mehr und weniger. Mehr Menschen, die auch mal beim Übergang latschen, obwohl sie es nicht dürfen. Oh, haben wir geschafft. Ich hätte gedacht, ich würde den Gleis. Die kurz vorm Zug noch über den Bahnübergang latschen und dann Autos, die auch auf den Straßen fahren. Und umso mehr ruckelt das dann, wenn ich das dann hier vorführen wollte auf YouTube. Dann wollte ich das lieber ohne viel Ruckeln machen. Wie es ausgeschaltet. Eine Option kann man oben auch ausschalten. Normalerweise kommt dann hier auch immer, drücke J, um die Türen aufzumachen, dann drücke die Taste und diese jene Taste. Das habe ich lange nicht mehr gespielt, jetzt hatte ich vergessen, wie man den Zug anmacht. Habe es irgendwo aufgeschrieben, weil ich zufälligerweise aber zufällig angekriegt habe. Nächste Station, Mörike Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Mörike Straße. Exit right. Wenn man dann jetzt ausgeht und das dann alles da drückt mit dem Anmachen vom Zug, dann sieht man auf der Stromabnehmer und alles ausfährt. Versuche ich gleich mal beim Ausmachen zu machen. Ja. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Gut. Ich komme doch immer 6 Jungen. Vielleicht weil es eine niedrigere Zahl ist. Nächste Station, Esprit Arena Messe Nord. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Next Stop, Endhaltestelle. Esprit Arena Messe Nord. Exit right.
Dann fahre ich gleich mal wieder aufs Abfahrtgleis gleich zurück, damit ich auch gleich mal zeigen kann, wie man anwendet. Düsseldorf Hauptbahnhof. Fährt einfach durch. Ach gut. Da fährt man zum Ende und wird dann auf das andere Gleis wieder teleportiert. Und ja, hier hat man eine scharfe Wendeschleife. Und die zeige ich dann auch nochmal. Und dann schneide ich gleich auch einmal dazu, wie das dann bei Düsseldorf Hauptbahnhof aussieht. Ja, zu früh. Komm, 2 Minuten. Ich kann Zeit warten und was. Das ist so unlogisch und im Spiel so eng. Da kommst du gleich mal hier und sie gelenkt. Ach komm. Du bist schon im Zug drin. Nicht gleich können wir in den Zug reingucken. Ja. Hui. Ein bisschen eng, würde ich mal sagen. Ich wollte noch bei B anhalten. So, und hier seht ihr nochmal, wie es dann aussehen würde, wenn man entgleist. Dann ist entgleist, probiere es noch einmal. Dann sehen wir uns gleich wieder bei Düsseldorf. So, hier seht ihr nochmal, was passiert, wenn ein rotes Signal überfährt. So, jetzt bin ich hier bei Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich habe übrigens jetzt Kabinenbeleuchtung gefunden. Kann man an der Kabine das Licht an- und ausmachen. Dann zeige ich euch mal, wie man hier bei Düsseldorf Hauptbahnhof auf die andere Seite gespawnt wird. Dann zeigt das mal auf einmal am anderen Gleis. Dann kann man wieder den ganzen Weg zurückfahren. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video von Omsi Gamer. Und ihr könnt mir auch gerne ein Like da lassen. Und damit tschüss.